Ah, super. Wieso machst du das jetzt von unten? Oh, und da hat sich eine Spinne, die ist neu. Die kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Das heißt jetzt für mich aber gleich, ich muss da hinten anfangen, noch mehr Untergrund zu bauen und hier auch. Dass die gar nicht erstmal wieder auf die glorreiche Idee kommen, dann nach unten zu klettern. Oh, und das wird arschknapp, dass sich die komplett so weit kriege. Dass die fit sind vom Schlafen her. So, das heißt Erde ersetzen. Ja, genau, Erde ersetzen. Na, vielleicht kannst du rüber hüpfen. Jawohl, kannst richtig gut springen. Gut gemacht. Okay. So, das heißt, ich habe jetzt noch einen. Das heißt, ich mache mal hier zu. Da ist ein Baum. Den kannst du bitte fällen. Ah, mir kommt es momentan so vor, als denen hier extra wenig Bäume wachsen. Okay, müssen wir warten. Sehr schön, ich habe noch einen Baum bekommen. So, und er sagt mir immer noch, Komfort ist schlecht. Ist aber nicht nett. Okay. Die 6 Stück. Wenn ich jetzt dann den Boden drin habe, heißt es gleich mal, du bekommst hier ein Bett. Willst du mich jetzt verarschen? Ah, jetzt geht's. Okay, das heißt, jetzt hier entferne die Fackel. Weil die Fackel kommt dann hier hin, die passt, und hier hin. Und man sieht schon, jetzt freut er sich, jetzt ist es mittelmäßig. Das heißt, fertigen. Ja, ich kann nochmal was bauen. Gott sei Dank. Das heißt, ich kann meinen Raum fertig kriegen. Nein, das mit der Erde ersetzen, musst du noch kurz warten. Jetzt. So, und er freut sich immer mehr. Komfort ist jetzt schon bei 40%. Und wenn es jetzt dann bei Holz ist, dann wird es noch besser. So, und jetzt werde ich dann mal durchgucken. Der ist ziemlich kaputt. Oh, nur der ist ziemlich fertig. Okay, dann hätte ich gesagt, schicke ich dich mal schlafen. Wenn ich wieder wüsste, wie das geht. Früher ist es mal gegangen, dass ich einfach auf den kleinen Kerl draufgegangen bin und gesagt habe, geh schlafen, aber das geht nicht mehr. Ah, okay, stimmt, das war ja anders. Zwerg auswählen. So, hier hat man es. Das sage ich jetzt ausruhen, bitte. So, und der legt sich hin, hat sein Säckelchen hier hingelegt. Und er schläft jetzt und jetzt seht ihr dann ganz langsam. Also je besser, mir kommt mehr Komfort das Bett hat und umso gemütlicher das ist, umso schneller kann es sich regenerieren. So, das heißt jetzt aber für mich, ich muss mal aus dieser Rüstung Ding hier rausgehen und fang an, die nächsten
Betten noch aufzustellen. Dass wir hier eine Chance haben, noch ein paar Freunde zum Schlafen zu kriegen. Und jetzt mache ich es halt dann doch anders, dass ich hier halt meine Schlafstätte habe. Und sozusagen dann hier drüben dann anfange, meinen Crafting-Bereich aufzuziehen. Das heißt, ich muss jetzt dann auch hier... Ah, Aufgabe erfüllt, sehr schön. Schauen wir mal, haben wir denn noch irgendwelche Sachen, die sehr wichtig vielleicht sein könnten? Ein Tischler, ein Schwimmer, ein Müller, ein Schwimmer, ein Koch. Da haben wir einen Bogenschützen. Wie gesagt, wenn der stirbt, haben wir halt unseren wertvollsten Bogenschützen verloren. Wäre halt nicht optimal. So, und das heißt, ich kann aber noch keinen Bogenschützen bauen, weil ich das da oben noch nicht fertig gemacht habe. Das heißt, ich muss jetzt hingehen und eine Holzrüstung bauen. Ja, und dafür fehlt mir natürlich jetzt das nötige Holz, aber da oben sammelt er schon eine. So, wir haben jetzt auf jeden Fall eine größere Fläche, wo es dann Bäume wachsen können. Wie es aussieht, habe ich dann doch nochmal einen kompletten Tag frei. Ha, Zeit, mich zu rüsten. Das ist super. Das Buch des Müllers. Ich glaube, ich habe doch vorhin schon Müller gelesen. Jawohl. Nutze es mal bitte. So, und jetzt müssen wir halt hoffen, dass es dann hier bald wächst und gedeiht. So, das heißt, ich muss jetzt hier dann das auch noch wegmachen. Oh, sehr schön, ein Baum ist gewachsen. Er schießt sogar richtig nach oben. Dann heißt es jetzt, eine Rüstung basteln ist sowieso für den Ansturm, der wohl dann bald kommen wird, von Vorteil. Na, klasse, mir fehlt natürlich ein Holz. Aber ich habe schon gesagt, sie sollen den Baum machen. Natürlich, ich schlage auch immer einen Baum von unten, von der Wurzel aus. Ist klar. Zwergen-Style. Okay. Sehr schön. Ja, natürlich fällt es nach unten. So, man sieht schon, der hat schon 2,5 Herzen. Das müsste eigentlich auf jeden Fall reichen. So, das heißt jetzt, ich reiß dich ab. Und baue mir nochmal eine Holzrüstung. Sehr schön. Und ich habe es geschafft und ich bin aufgestiegen. Aber es reicht noch nicht für die grundlegende Bewaffnung. Denn für die grundlegende Bewaffnung brauche ich die fortgeschrittene Eisenbearbeitung, sehe ich gerade. Das heißt, ich muss mal gucken. Kann ich mir eine Eisenspitzhacke schon bauen? Vor allem eine Eisenaxt. Eine Eisenaxt finde ich sogar momentan wertvoller. Ah, okay. Aber hier brauche ich jetzt schon meine erste Schmiede. Und dafür brauche ich Wasser. Und habe ich schon den Eimer? Habe ich den schon erforscht? Der ist da unten. Nein. Das heißt, ich muss jetzt erstmal hingehen. Mir einen Holztisch bauen. Das heißt, wir können auch den Jungs dann auch gleich was zum Essen geben. Aber momentan ist eben... Oh, ein Zombie hat es ja geschafft. So, lad mal dein Hirn da. So, dass ein Zombie ein Hirn hat, frage ich mich sowieso. So, das heißt, das machen wir auch gleich weg. Und das auch.
Ich habe zu wenig Holz. Ich habe zu wenig Stein. Ich habe nur zu viel Erde. Super. Das heißt, ich habe den Ding, ja. Sein Stuhl reicht nicht. Kein Holz. So, das habe ich schon erledigt. Ja, wie gesagt, das Holz ist ja jetzt komplett für den Raum hier drauf gegangen. Sehr schön. Und ich warte mal jetzt, bis der Baum ein wenig gewachsen ist. Ja, und es fehlt genau ein Holz, also das heißt, der Baum muss weg. So, der Kamerad hier ist durch. Zwerg auswählen, dann gehe ich jetzt mal die Zwerge durch. Der ist nicht ganz fit, also das heißt, dann ruht sich der noch aus. Der kann jetzt normalerweise dieses Bettchen nicht benutzen, weil das gehört der Kollegen Nummer 1, also ist es jetzt seins. Also das heißt, wenn man alle vier Betten belegt hat, und man hat 6 Zwerge, heißt es, 4 können schlafen und 2 können zugucken, wie die anderen schlafen. So, okay. Das heißt, wir hauen erstmal die Schildkröte auf den Kopf. Ich wollte eigentlich den Busch da wegklopfen, aber ist gut. Ah, sehr schön. Ein Baum. Man kann sich auch über Kleinigkeiten freuen. Und zum Beispiel einen Baum. So, okay. Technologie Baum. Das heißt, ab jetzt habe ich auch das da. Und das habe ich jetzt. Brauche ich einen Eimer. Dafür brauche ich Bretter. Bretter brauche ich aber, soweit ich weiß, eine Werkbank. Das heißt, ich brauche einen Holztisch, Holz und Eisenerz. Klasse. Das heißt, den Holztisch, den wo ich gebaut habe, kann ich dafür zwar verwenden, aber danach habe ich nichts mehr, wo ich mir mein Essen machen kann. Habe ich denn... Ich habe doch schon einen Holztisch gebaut. Bin auch jetzt nicht besoffen. Oder habe ich den... Nee, den habe ich noch nicht hingestellt. Ich sehe vor lauter... Ah, da ist er. Den Holztisch. Okay, nochmal. Also Holz, Eisenerz, Holz und einen Tisch. Und ich habe eine Werkbank. Ja, dafür brauche ich Holz. Ich wollte jetzt eigentlich da meine Küche hinbauen, aber die Küche muss ich dann wohl einen Stockwerk tiefer legen. So, und das heißt jetzt eigentlich, ich müsste wieder hingehen und die Holzmauern bauen. Aber das Problem ist, wie gesagt, wenn ich es zu hoch oben baue, komme ich nicht mehr hin. So, das heißt, ich werde jetzt hier mal das Holz wegklopfen. Mal gucken, ob es hier noch schönes Holz gibt. Ja, wenn alle Stricke reißen, kann ich die verwenden. Was kriege ich denn bei dir? 5 Holz für einen Coin. Also wenn wirklich alle Stricke reißen, dann werde ich das wohl machen müssen. Aber ich werde es so lange wie möglich versuchen zu vermeiden. Ah, sehr schön. Der Baum ist nochmal um 1 gewachsen. Wie gesagt, es ist jetzt momentan nur am Anfang. Irgendwann habe ich hier dann so viel Holz stehen,
Wie gesagt, das wird alles noch angeglichen. Das kommt ja noch, das geht hier noch geradeaus weiter. Irgendwann wird hier auch noch das Becken zugemacht. Vielleicht kann ich das Becken sogar ein wenig tiefer legen. Da können wir nämlich runter angeln. Und da hat sie gerade einen auf dem Arsch gehockt. Okay. Man soll nicht schadenfroh sein. Kriegt man nur immer zurück. So. Dann habe ich jetzt mal nochmal 12 Stück gebaut. Das heißt, ich kann hier hingehen und das alles machen lassen. Nein. Das muss ich abbrechen. Es ist wichtig, dass ich jetzt die obere Wand noch fertig kriege. Okay, dann muss hier auch noch eine hin. So, dann fertigen. Ja, okay, ich habe kein Holz mehr. Ich kriege... Nee. Immer wenn man zu viel des Guten baut. Alter, ist hier... Pflanzenalarm. Nein. So, das heißt, der muss auch weg. Könnt ihr nochmal einen Baum wachsen, bitte? Das heißt jetzt, ich gehe jetzt mit meinem Portalzauber. Lasst das mal hierher entstehen. Sag mal jetzt, sie sollen bitte die Bäume hier fällen. Dass sie... Und da hinten lasse ich jetzt erstmal die Bäume, wenn sie wachsen. Oh, ein luftschwebender Baum. Cool. Na klasse, ins Wasser gefallen. Ah, okay. Hat er rausgeholt. Wird noch richtig lustig hier. So, 240 hält das Portal noch. Das Portal ist vielleicht sogar wichtig, dass man am Schluss eventuell abhauen kann, falls die einen überrennen. Was ich aber nicht hoffe. Was ja in der nächsten Nacht jetzt uns definitiv passieren wird, dass wir angegriffen werden. So, das heißt, ich will jetzt auf jeden Fall nochmal diese Mauern bauen. Und ich will auf jeden Fall noch eine Tür bauen. Okay, so, dann machen wir mal das Grünzeug hier weg. Gott sei Dank greifen die nicht an. Die schauen nur gefährlich aus. So, und dann heißt es jetzt, das muss weg. Was auch absolut kein Problem ist. So, noch 1 Minute 47. Wenn sie schon mal anfangen, hart zu arbeiten. Dass sie gleich wissen, was mit ihnen passieren wird. Oh, noch ein Buch. Buch des Fischers. Sehr schön. Ups, das war der falsche Knopf. Ich muss dahin. Erstmal gucken, ob jeder auch wirklich gut bewaffnet ist. So, wer Schwimmer ist, kann auch Fischer sein. Alles wird gut. So, dann heißt es jetzt,
das muss dahin gebaut werden. Du fällst mir noch den Baum. Das schaffen wir noch in der kurzen Zeit. Wenn wir jetzt richtig... Hallo, bist du mal da weg? Achso, das ist ja der Hintergrund. Aha. Fertigen.